Servus Clubfans und herzlich willkommen zum nächsten Stadionvlog heute vom DFB-Pokal. Heute sind wir in Kaiserslautern. Heute mal ein Auswärtsstadion-Vlog. Viele von euch haben sich da gewünscht. Deswegen schauen wir jetzt mal, was ich euch heute bei dem Wetter alles so zeigen kann. Die Spieler kommen hier übrigens an. Und da hinten sind dann die beiden Kabinen. Die ganz hintere, da sind wir drin. Ein paar Meter weiter ist dann hier der Medienraum. Hier findet später auch dann die Pressekonferenz nach dem Spiel statt. Das ist jetzt hier das Trainerpodest. Hier sitzen dann die beiden Trainer nach dem Spiel. Und da kommen die Fragen von den Journalisten dann. Christian, du bist heute mein Gast, mein Chef praktisch, einfach meinen Chef interviewen. Christian, du bist der Pressesprecher vom FCN, du bist sehr nah dran an der Mannschaft. Wie hast du die jetzt wahrgenommen nach der Niederlage, nach dem 5-0? Schon auf der einen Seite ein bisschen nachdenklich, auf der anderen Seite auch ein Stück weit sauer auf sich selbst. Also ich glaube, dass diese Mannschaft unheimlich reflektiert ist. Sie genau wissen, dass es jetzt nicht gerade der beste Tag gewesen ist. Aber halt auch einfach, Wiedergutmachung finde ich immer so ein blödes Wort, aber schon, es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Na gut. Und du bist ja jetzt, wie ich schon gerade gesagt, du bist ja sehr nah dran. Wir haben sehr viele junge Spieler, auch ältere. Nimmst du das so wahr, dass es da vielleicht einen Cut gibt? Das ist schon tatsächlich eine absolute Besonderheit in dieser Mannschaft, dass sie sich auch untereinander, egal ob jetzt jünger oder älter, schon erfahren oder weniger erfahren, dass sie sich wirklich gut verstehen. Also das ist auch nicht nur so dahergeredet oder so, sondern das ist schon extrem ausgeprägt in dieser Mannschaft. Und ich glaube, das haben wir auch über Wochen auf dem Platz gesehen. Heute gegen Kaiserslautern, du bist jetzt wieder hier vor Ort. Du hast auch gleich ein Interview mit dem Fiallo, glaube ich. Genau. Was ist allgemein deine Aufgabe jetzt an so einem Spieltag? Naja, vor allen Dingen natürlich die Betreuung von Trainer, Sportvorstand und Spielern für sämtliche Interviewgeschichten. Und euch halt zu sagen, was ihr zu machen habt. Genau. Was ist jetzt der Tipp für das Spiel heute? Es ist ganz schwer. So, dieses Tippen habe ich mir in den bei 20 Jahren, die ich im Fußballgeschäft tätig bin, tatsächlich abgewöhnt. Auch so ein richtiges Gefühl habe ich nicht mehr vor den Spielen, weil am Ende hatte ich sowieso nie recht. Dann, jetzt zeige ich euch ein paar Bilder vom Aufwärmen. Die Jungs kommen gleich raus. Thank you.
Ja, Clubfans, jetzt zur Halbzeit steht es 0-0. Ja, ich glaube, auf beiden Seiten wurde es mal ganz kurz brenzlig, aber so richtige riesige Chancen hatten wir gleich bis auf eine in der 5 Minute gar nicht. Den Pfostenschuss von Marlon Ritter. Ja, mal schauen, wie es in der zweiten Halbzeit wird. Aber ich habe das Gefühl, es könnte auch ein längerer Abend werden. Mal schauen. Zwei noch mal verloren beim Pokalspiel heute in Lautern. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem gefallen. Das Spiel natürlich nicht, das ist klar. Ja, Clubfans, dann sehen wir uns beim nächsten Stadionvlog. Ciao, ciao.